Ja, hallo. Erstmal, wie geht's euch? Wir informieren dein Publikum. Ich bin schlecht rasiert, aber ich sehe trotzdem voll cool aus. Weil ich ein geiler Typ bin. Sagt meine Tochter. Hallo, erstmal. Ich habe noch keine Zuschauer. Es ist jetzt kurz vor 12. Ihr sitzt sowieso alle zu Hause an eurem Handy oder an eurem Computer. Ich gebe jetzt mal. Das bin ich mit Bill Clinton. So. Ja, das bin ich auch. Ja, das ist die Frau, die sich jetzt fertig macht, um mich zu filmen. Dass ich, okay, sie sieht besser aus als ich. Ah, zeig mal ein Tattoo. Gerade tätowiert worden. Das ist der Papa, ne? Der Papa. Der Papa. Das ist der Papa. Freiheitskämpfer im Iran früher. Haha! So viel zum Thema Refugees und so weiter. Dann geht die Tätowierung da hoch, geht die da runter über die Titten, zum Arsch runter und dann kommt dann ich. Irgendwann, ganz zum Schluss, ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss kommt dann ich. Naja, ich werde euch das dann genau zeigen. Ich sehe echt schlimm aus. Das Licht schmeichelt mir nicht. Nee, ich brauche so ein Licht, wo in die Fresse scheint, dass ich meine Schönheit zeigen kann. Aber es geht ja hier eigentlich ums Internet. Hey Nico, lange nichts gehört, mein Freund. Jetzt müssen wir uns hier wieder treffen im Internet. Also, ich habe Nicht so viel Zorn, Smilies. Zorn-Smilies. Ja. Ist mir doch scheißegal. Hauptsache Smilies. Zorn-Smilies. Oh, guck mal, jetzt haben wir blau der blaue. Aber wir werden jetzt ein Statement, ein politisches Statement abgeben zum Thema Internet und Facebook. Und ihr könnt mir glauben, dass ich diesbezüglich sehr geschult bin, mich sehr gut auskenne, auch mit Facebook, Instagram und wie die alle heißen. Und vor allem kenne ich auch die Hintergründe und ich weiß auch, wie man damit Geld verdient oder um was es eigentlich geht bei der ganzen Geschichte. Weil zum Beispiel Facebook ist ja nichts anderes mittlerweile wie eine Partnerbörse. Jede zweite Frau, die mich als Freund haben will, ist eine Porno-Webseite. Also deswegen hat auch in Amerika, Amerika ist immer ein bisschen voraus, deswegen hat auch Amerika jetzt mehr Instagram-Zusprüche als Facebook. Facebook stinkt da gerade so ein bisschen ab, Mark Zuckerberg. Weil dein Facebook wird so eine Pornoseite und jeder will hier. Und ihr habt das nicht im Griff, den Porno rauszuhalten. Aber ihr habt ja damals auch das mit dem Beziehungsstatus eingeführt. Und da geht es halt nur ums Ficken. Ja? Beziehungsstatus, ich bin frei, man kann mich haben. Oder ich muss mir Botox spritzen, guck mal meine Stirn an. Also, ich sollte mir echt mal. Senor Tomato. Christian K. mit 2 A. Hast du mich lieb? Ich glaube, du hast mich lieb. Ich fand es ja damals sehr cool mit dem Bushido, wo wir aufeinander losgegangen sind und da hat er mich dann Tomatenkopf genannt und jetzt nennt mich plötzlich jeder Tomate. Ich habe den Bushido auch zum Boxkampf herausgefordert. Wo ist denn die schwule Sau? Hä? Wo ist sie denn? Kann man mit mir, wir haben gleiche Gewichtsklasse, kann man doch mal Promi-Boxen machen. Wird man Millionen verdienen, weil ihr Arschlöcher alle kommen würdet und 80 oder 150 Euro für ein Ticket zahlen würdet, dass ihr seht, wie wir uns aufs Maul hauen. Aber ich würde den Bushido schlachten. Schlachten, komplett. Ja, den kleinen Lutscher. Okay, kann sich natürlich hinter seinen Freunden verstecken. Ich brauche die nicht. Ich will ihn schlachten. Im Ring.
genüsslich und langsam wie früher, wenn ich so eine Schweinehälfte ausgebeint habe. Und habe keinen Zeitdruck gehabt, weil ich war ja mal Kopfschlechter. Ne? Habe ich 1400 Schweine am Tag geschlachtet und ausgebeint. Und bevor ich das gemacht habe, war ich normaler Metzger. Habe 5 Schweine pro Woche geschlachtet und ausgebeint. Habe mir echt Zeit gelassen und habe jede Haut ganz explizit vom Knochen geschält. Und wo ich dann Kopfschlechter war, war es nämlich so wichtig. Da habe ich halt auf Masse gemacht. Und beim Bushido würde ich so machen wie früher, würde ich ganz genau jede Hautfaser vom Knochen schälen. Im Boxring. Könnt ihr mir glauben, aber der wird sich nie drauf einlassen, weil er einfach keine Eier hat. Eier hat er nur dann, wenn er irgendwelche Leute anrufen kann, die ihm helfen. Ich brauche keinen diesbezüglich, der mir hilft. Ich mache das alles selber. Aber jetzt gehen wir zurück zum Internet. Und jetzt gebe ich mal meiner Rübe, also die heißt ja eigentlich, warte, was steht die? Das ist ja die Mutter meiner Tochter. Und ist eine schöne Frau, also als Frau viel schöner wie ich als Mann. Ich bin ja kein schöner Mann, muss ich ja echt zugeben. Aber sie würde, sie filmt mich jetzt. Einen Moment. Hier, bitteschön. Und jetzt geht's hier aufs Internet. Ich war auch Metzger. Ja. Also, im Internet, das war, glaube ich, 1996, wo das Internet erfunden wurde. Jetzt nehmen wir mal die Zigarette von der Rübe hier weg. Rübe, sie heißt Rübe. Also, wenn ihr sie auf der Straße trefft, sagt Rübe zu ihr. Nein. Ja. Das Internet wurde erfunden, es gab das Intranet. Das Intranet war eine Verbindung in einer Firma. Zum Beispiel, wir haben jetzt ein großes Unternehmen, wo alle sich hin und her Fax schicken oder anrufen oder über die frühere Haussprechanlage den Personal Manager das ist anrufen können. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, je nachdem haben wir die Nummer. Und dann gab es das Intranet, weil es dann die Computer gab. Die Computer gab es. Die Computer. Kein Internet. Und dann gab es das Intranet. Also im Haus selber konnten dann alle Leute miteinander kommunizieren. Und dann kam einer auf die Idee, das weltweit zu machen mit dem Intranet. Und dann hieß das Internet. Und durch das Internet konnte jeder mitsprechen und jeder konnte im Internet teilhaben. Und dann wurde es kommerzialisiert. Dann gab es das Internet. Und das Internet ist wie, also wir haben die Welt. Und 70% von der Welt oder 75% von der Welt ist ja Wasser. Hey Jochen. Hey, welcher Jochen? Hey, hey Jochen Kraus, how are you? Heute Mittag noch getroffen, jetzt im Internet. Also, Internet ist dann quasi der Ozean der Welt. Und wir haben ja jetzt Krieg geführt, Schlachten geschlagen. Es gab früher die Perser, das ist dann die Liga von der Rübe. Die Perser waren weltreich, da kam der Alexander der Große und hat die Perser mal vermöbelt. Und dann kamen die Römer und haben die vom Alexander dem Großen die alle vermöbelt, von den Griechen. Und dann kamen irgendwann die Nazis, haben alle vermöbelt. Und so weiter und so weiter. Jeder wollte immer Land, 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 Land ist so wichtig. Aber Land ist ja nur ein Drittel von der Welt. Und das Meer war immer frei. Und die Routen auf dem Meer wollten die Leute von dem Land dann beherrschen. Und zum Beispiel Ibiza, ne, war eine Piraten, eine Pirateninsel. Keiner weiß das, aber Ibiza war ja, wie heißt er, Odysseus, war der König von Ithaka.
Ithaka ist ja Ibiza. Also Odysseus war der König von Ibiza. Und der hat ja dann mit dem, wie heißt er, Achilles, wo wir den Film Troja sehen, gekämpft. Und der hat dann so eine kleine Insel, ganz kleine Insel, hat er gehabt, war der König davon. Aber der war schlau. Und deswegen war der gute Ratgeber vom Odysseus. Und wie auch immer, es gibt viel mehr Wasser als Land. Und wir müssen mal das Internet sehen, wie das Wasser. Und jeder kann jetzt einen Urlaub buchen in Spanien oder Italien oder whatever, alles was ans Meer grenzt. Und kann für ohne Geld, ganz umsonst, im Meer rumschwimmen. Und jeder, der da rumschwimmt, muss nichts zahlen, weil das Meer ist frei. Es gibt keine Ansprüche vom Meer, von irgendwelchen Ländern oder so. Okay, es gibt die 12-Meilen-Zone. Ne? Italien hat so eine 12-Meilen-Zone, so dass quasi die 12 Meilen vom Land weg noch zu Italien gehören. Griechenland, Kroatien, alle haben das. Ne? Selbst Kalifornien. Aber nach 12 Meilen ist es frei. Free, free, free. Und free ist ja das, was wir alle wollen. Und wir wollen auch das freie Internet. So, wenn wir jetzt 12 Meilen rausschwimmen, in Italien, haben wir das Hoheitsgebiet von Italien verlassen. Und wenn man dann sage, der Berlusconi ist ein Wichser oder sonst was, dann kann es keiner was, weil wir aus dem Hoheitsgebiet von Italien raus sind. Wenn wir die 12 Kilometer abziehen von jeder Küste, haben wir 68% mehr, das frei ist. Und dieses freie Meer, das ist quasi das Internet. Und dieses freie Internet können wir alle nutzen. So. Und da sind wir jetzt auf unserem freien Internet. Weil das war der Grundgedanke vom Internet. Frei für alle. Jeder kann sagen, was er will. Und so weiter und so weiter. Ich verstehe nicht, was du redest. Du verstehst nicht, was ich rede. Alle anderen. Versteht keiner? Mm-mm. Ihr versteht das nicht? Okay, weil ihr nicht so weit... ja. Also, Fakt ist nun mal, das Internet ist komplett frei. Wie ein Meer. Man kann reinspringen und darin rumschwimmen. Wenn man aber dann im Meer nicht schwimmen will, sondern man will auf ein Boot aufsteigen, auf ein Boot, weil man dann schneller vorankommt, dann ist man nicht mehr so ganz frei. Dann sagt der Kapitän oder der Eigentümer von dem Boot, hey, schrubb mal den Boden, dass du hier mitfahren darfst. Oder geh mal in die Kantine und schäl Kartoffeln, dass du hier mitfahren darfst. Weil du musst ja jetzt nicht mehr schwimmen, sondern du fährst ja auf meinem Boot mit. Also ist der Weg auf dem Meer nicht mehr so frei, weil man auf ein Boot aufgesprungen ist. Und dieses Boot ist zum Beispiel Facebook, Instagram, YouTube, wie die alle heißen. Und wenn man dann auf diesem Boot mitschwimmt, dann ist man nicht mehr frei. Habt ihr das verstanden? Habt ihr das verstanden? Dann muss man sich am YouTube-Boot den Deck schrubben oder am Facebook-Boot muss man Deck schrubben oder am Instagram-Boot muss man das Deck schrubben. Und wenn man dann das Deck nicht richtig schrubbt, dann sagt Instagram, hör mal zu, so geht's voll nicht, mein Freund. Ja, dein Bericht, wo du gerade rausgelassen hast, lösche mir. Oder du singst ein Lied. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry? Are we drifted apart? Does your memory stray to the bright summer day? When I kissed you and called you sweetheart. Meep, 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 meep. Urheberrechtsverletzung auf meinem Boot.
So geht's nicht. Bezahl mal an Elvis Presley Foundation ein Geld, dass du das Lied singen darfst. Auf dem freien Meer ist okay. Aber du bist nicht auf dem freien Meer, weil du bist auf dem YouTube-Boot. Versteht ihr das? Nein? Und deshalb gibt es mich. Und ich habe das Buch geschrieben, Die Kamerahure. Und da wird das alles ganz genau erklärt, wie wir glauben, wie frei wir sind. Und doch sind wir auf einem Boot, was YouTube, Facebook, Instagram oder sonst wie heißt, und sind dann doch nicht so frei. Fühlen uns erstmal frei, wenn wir dann die Abmahnung kriegen, dass wir das nicht dürfen, oder unser Video wird gelöscht. Oder wir sind voll glücklich und denken, oh, wir haben so ein geiles Bikini an. Und dann macht man ein Lied dazu mit, I'm a Barbie Girl in the Barbie World. Weil wir uns so fühlen, werden wir gelöscht. Weil wir uns nicht im Ozean befinden, sondern auf dem Boot, das im Ozean rumschippert, wo jeder mitfahren will. Versteht ihr das? Okay, ich mache jetzt mal kurz Folgendes. Ich mache jetzt mal, euch kann jetzt mal die Rübe, die Perserin was erzählen, weil ich muss kurz auf Toilette. Nein, ich muss kurz, sag dir was. Ich muss pissen. Ich gehe mit. Pissen? Pissen, ja. Werber gelöscht. Ich erzähle nichts. Du bist dabei, gell? Ja. Kann ich kurz pissen? Wollt ihr meinen Strahl sehen? Da hat Druck drauf. Was ist Freiheit? I love you, baby. One more time, I love you, baby. Another time. Das ist live. Und ich habe eine neue Freundin. Also ich habe eine neue Freundin. Ich muss euch zugeben, ich habe mich verliebt. Und ich werde mit ihr ein Kind zeugen. Moment, ich zeige sie euch. Lass das Handy so. Lass das Handy so. Ich komme sofort zurück. Meine neue Freundin. Ihr liebt sie alle. Aber, ihr liebt sie alle, aber ich liebe sie noch viel mehr. Und sie hat mir versprochen, meine Nase ist schon wieder blau. Ich habe ja eine Make-up-Artistin als Freundin. Ja, meine Nase ist blau. Also, ich habe jetzt eine neue Freundin und soll ich euch die zeigen? Ich kriege nur noch hässliche Gesichter. Wenn ich euch meine Freundin zeigen soll, meine neue Frau, mit der ich ein Kind machen werde, dann schickt mir einen Haufen Herzchen. Herzchen. Ich will Herzchen sehen. Wenn ich viele Herzchen kriege, zeige ich euch meine neue Frau, die mit der ich ein Kind machen will. Ich will Herzchen sehen. Ich will jetzt Herzchen sehen. Nein. Herzchen. Jetzt kommt gar nichts mehr. Viele Herzchen zeige ich euch meine neue Frau. Die ist nämlich hier und dann zeige ich euch die. Okay? Herzchen. Ich brauche Herzchen. Kann ich mal ein bisschen Herzchen haben? Oh. Das ist aber billig. Herzchen brauche ich. Keine bösen Gesichter. Herzchen. Kommt nichts. Okay, jetzt kommen Herzchen. Okay, Herzchen. Okay. Ich zeige euch jetzt meine Frau. Nein, ich brauche mehr Herzchen. Zeig das. Da sind immer noch böse Gesichter drin. Ich bin ein böses Gesicht. Herzchen brauche ich. Okay. Moment, lass die Kamera hier so, wie es ist.
Kein Mensch hat was gegen meine neue Frau. Das ist meine neue Frau. Wartet kurz. Wenn das schon naja sieht. So, wartet kurz. Wartet. Warte. Sie mag es ganz von hinten. Ja. Hallo. Ich liebe Prinz Markus. Und ich will ein Kind von ihm. Ich will ein Kind von ihm. Ich liebe ihn. Und vor allem hat er einen schönen Schwanz. Ich liebe ihn. Seid nicht so böse. Ja, ihr böse Gesichter. Ich liebe Prinz Markus. Und ihr alle liebt ihn auch. Ja. Er ist ein geiler Typ. Ja. Ich weiß, Michi wird sehr traurig sein. Aber ich muss ihn austauschen. Ich muss ihn austauschen. Michi hat es einfach nicht mehr drauf. Ich liebe Prinz Markus. Ich sag das schon mal. La. Fly me to the moon, let me be among the stars. I will be the best woman from Jupiter and Mars. In other worlds, I love you. In other worlds, baby, come to me. Hast du noch was zu sagen? So, es war alles lustig. Es war sehr lustig. Aber ich muss noch was sagen. Ich hab. Ja. Dreh halt hier rum. Mach mal. Du musst. Hör auf. Da ist die Frau Rübe wieder. Die interessiert es, warum du zwei Backofen hast. Zwei was offen? Hinter dir. Zwei was offen? Backofen. Zwei Backofen. Das sind keine zwei Backofen. Das ist ein Konfektomat und ein Backofen. Ihr Idioten. Sag mal, habt ihr eigentlich keine Ahnung? Also, Konfektomat ist ein zum Erhitzen von Lebensmitteln. So. Ist nicht wunderschön? Zeig mal dein Tattoo. Hab ich doch schon. Das ist der Papa. Der Papa ist gestorben 2014. Wo ich im Knast war. Und die Frau war sehr traurig und ich konnte ihr nicht Trost spenden, weil ich ja im Gefängnis war, zu Unrecht. Und da ist der Papa. Da kommen aber noch mehr Tattoos. Also wir werden dann noch eine Geschichte bringen, da ist eine Uhr drauf, das ewige Leben etc. bla bla und so weiter und so weiter. So. Und jetzt drehen wir wieder rum. Nee, drehen wir nicht. So. Und jetzt muss ich euch noch was sagen. Also, ich mag euch ja alle. Aber Fakt ist nur, ist meine neue Legacy. Meine neue AP von Arnold Schwarzenegger. Legacy. Heißt Legende oder so. Keine Ahnung. Und die neuen Bauer Wilkins, ja, kriegen wir Geld dafür. Bauer and Wilkins Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer für meine Tochter. Ja, Bauer Wilkins Bluetooth Kopfhörer. Und normalerweise an den Kopfhörern ist es ja so, dass so nach 3, 4, 5 Monaten die Farbe abblättert. Und dann kann man hier aber das abnehmen und kriegt es immer kostenlos von Bauer Wilkins ersetzt, aber dass es echt Leder ist, muss man es gar nicht absetzen. Und es geht hier auf den Kopfhörer mit Magnet wieder drauf. Also ohne Kabel. Ne? Haben wir noch was zu vermarkten? Nein. Doch, hier das Handyschale. Die Handyschale. Warte. Haben wir ja doch noch ein Handy gekauft. Weil sie ja 7 braucht ein Handy. Ach, komm raus, Handy.
Zeig deine Autos. iSmile ist ja unser Familienmotto. iSmile, das Handy ist aus Gold. Die Schale ist aus Gold. Okay? Die ist nicht an der Seite ausgefasst mit Diamanten wie meins, weil ich habe gedacht, ich muss es nicht übertreiben. Dann haben wir hier das Tuch zum Polieren. Und die Firma, die das Handy gemacht hat, die heißt... Moment. Da könnt ihr auch so ein Handy kaufen. Inklusiv. Und die machen echt tolle Sachen. Zum Beispiel auch... dieses Armband. Sehr gut. Dieses Armband. Das machen wir ein bisschen Business. Armband für den Arm rum. Aber in Wirklichkeit ist es ein Ladekabel. Und dieses Armband kostet 9,99 €. Ist ein Ladekabel fürs iPhone. Braucht man dann nur einstecken. Dann kann man das iPhone laden. Das finde ich eine sehr gute Idee. Man hat sein Ladekabel quasi immer dabei. So, genug Werbung. Jetzt komme ich wieder. Wir wollen ja nicht so kommerziell werden. Ich komme wieder zurück. Die Scheißdreck geht zu. Komm mal. Hey, was soll man? Wo ist der Tuch? Dann mach du das, Weib. Muss ich jetzt putzen oder was? Dann mach's weg. Du hast ja auch versaut. Du bist schuld. Du hast gefilmt. Du bist schuld. Putz jetzt. Da auf dem Boden auch. Alles Schweinestall. Das gibt's ja nicht. Mach mal sauber jetzt. Mann, hey. Guck mal, und der Stuhl ist auch versaut. Mit dem ganzen Chrom. Putzen. Du hast recht. Ich hab's ja gern, wenn Frauen von mir auf die Knie sind. Was hast du hier für Sauerei? Guck mal. Da ist auch noch was. Alles nass. Das Schöne ist ja, dass man muss denen ja noch erklären, wie sie putzen müssen. Schnauze. Ja, ist doch so. Putz jetzt. Alles voll. Schlimm. Also. Da ist der Stuhl, der muss man mit Papiertüchern. Hier, bitte, bitte, der Stuhl muss chrom blitzen. Bitte. Muss blitzen. Er muss blitzen. Oh Mann. Ja, immer ja, alles hier. Deine Schuld. So. Eine Frau muss nicht nur gut aussehen und sexy sein, die muss auch putzen können. Oder nicht? Oder wie seht ihr das? Eine Frau muss putzen, wenn sie gut aussieht. Eine Frau, die wirklich gut aussieht und putzt, sollte eigentlich nur in Dessous putzen. Wollt ihr, dass die Nein. Gia in Dessous putzt? Nein. Wenn ihr wollt, dass die Gia in Dessous putzt, müsst ihr mir das sagen. Nein, wollen wir nicht. Also ich warte jetzt auf Kommentare. Nein! Weil sie wiegt 51 Kilo, ist 1,69 Meter groß. Oh, jetzt guck mal. Oh, wir so, wollen nicht. Also wenn ihr wollt, dass die Gia in Dessous putzt und die hatte nur zur Information ein Kind gekriegt und 3 Monate später hatte sie schon wieder einen Waschbrettbauch. Also wenn ihr wollt, 4 Euro Fachkraft. Nee. Wenn ihr wollt, dass die jetzt in Dessous putzt, dann schmeiße ich nochmal ein Glas runter. Dann muss die in der Suche putzen. Nein. Wenn die meine Frau ist und mich liebt. Das wollen wir nicht. Eine Frau, die mich liebt, macht alles für mich. Putzt auch in der Suche. Dann filmst du mich ja. Die ganze Zeit? Ja, natürlich. Soll ich mich selber filmen? Ich bin hässlich. Das wollen wir nicht. Also, zeig deine Autos, Prinz. Haha, vor der Kamera das Maul weit aufmachen. Sobald die Kamera aus ist, hat die Frau das Sagen. Hey, hey. Lauren Schmidt. Bei mir hat die Frau nie das Sagen. Lauren Schmidt. Hast du das Sagen? Klar. Wandeln. Immer. Aha. Okay. Voll die hässliche. Samira Tata. Oh, Samira. Zeig deine Autos, Prinz. Nochmal. Meine Autos stehen aber hier. Ich habe nur hier 4 Stück. Meine Autos stehen in Pforzheim, wie in Frankfurt. Weil in Frankfurt, in dem Scheißhaus hier, habe ich keine große Garage genehmigt gekriegt. In Pforzheim
habe ich einen Antrag gestellt für die Garage und habe dann, die gesagt, warum brauchen Sie 14k Garage? Dann habe ich denen 20 Fahrzeugscheine geschickt von den Autos auf mich zugelassen. Dann sagte ich, okay, und haben die mir eine 14k Garage. Sie war mal eine Prostituierte, Samira Tata. Wer war eine Prostituierte, Samira? Ich? Ja? Samira, warst du mal eine Prostituierte? Samira. Hast du dann wenigstens richtig angeschafft oder hast du nur so auf Escort-Service gemacht? Oder? Hey, Andreas Walter, du schreibst Tomatenkopf. Meinst du jetzt mich oder die Chia? Egal, zeig die Autos. Tor. Kevin Fix, du kannst mir am Arsch legen, du kannst mal mir in der Garage vorbeikommen, du wohnst doch in Birkenfeld. Kevin Fix. Deine Brüder waren alle schon bei mir. Also, sie war mal eine prostituierte Dame, Samira Tata. Samira Tata, woher willst du denn das wissen? Und Samira Tata, warst du eine Prostituierte? Hast du bei ihr gearbeitet oder mit ihr? Oder Samira, gib mir eine Antwort. Do a tour of the house. Ulrich. Ulrich. I'm not amused to do a tour of the house. I show you my bedroom, okay? Ulrich, I show you my bedroom. Okay, oh, I show you my piano room first. This is my piano room. This is my Steinway piano. Okay? And office. So, and this is a bathroom, not so big, this is a guest bathroom, but this is my bedroom, and we have an art picture here, so warte, that's my Kleiderschrank, okay. Is it okay for you? Is it okay for you? Or you want to see my baby's bedroom? Ah, this is me and Mike Tyson. Painted by Florian Heinke. He's a great artist. Yeah. I'm sitting in the kitchen. I'm having fun. So, jetzt kommt aber noch ein Punkt. Trink mal noch einen Schluck. Ich habe eine Veranstaltung gemacht. Ich muss mal so hinsitzen, dass ich besser aussehe in dem Scheißlicht hier. Einen Moment. Gibt's ja gar nicht. So. Jetzt machen wir mal ein Licht an, wo ich auch vielleicht gut aussehe. Das geht ja immer alles ums Licht. Ne? Wo ist der Lichtschalter? Hier. So. Schaut mal und schon sehe ich besser aus. Ein netter Kerl von nebenan und nicht mehr das Licht von oben. Das mag ich nämlich gar nicht. Und jetzt sehe ich gut aus. Fakt ist nun mal, es gibt sehr viele prominente Leute und sehr viele reiche Leute. Und ihr schreibt mir immer, ich soll was spenden. Aber ich bin doch der Bad Boy. Und ich spende schon. Aber ich spende nicht Geld für Kinder oder Tiere, um dann die Spendenquittung in der Presse zu veröffentlichen, um zu zeigen, dass ich ein toller Typ bin. Ich bin ja ein Bad Boy. Und meine Nase ist wieder blau. Das ist mein Make-up-Tusse. Meine Frau ist ein Make-up-Tusse, ne? Also
Make-up-Artist. Gar nichts, was also, Fakt ist nochmal, wenn ich Geld spende, dann mache ich das, weil ich jemand helfen will. Und nicht, weil ich dann besser aussehen will. Weil ich bin Bad Boy und ich will Bad Boy bleiben. Aber wenn ich dann immer die Kommentare lese, warum lädst du die Leute ein nach Ibiza für einen Luxusurlaub? Spend doch lieber für arme Kinder oder sonst was. Fakt ist Nummer eins, ich spende für arme Kinder in Afrika einen Scheißdreck. Und ich bin für arme Kinder in Asien ein Scheißdreck. Und ich bin für arme Kinder am anderen Ende von der Welt ein Scheißdreck, weil es mich überhaupt nicht interessiert, was am anderen Ende der Welt passiert. Und mich interessiert auch nicht, was in Afrika passiert. Die sind selber verantwortlich. Die haben kein Geld und ficken den ganzen Tag und machen Kinder. Unverantwortlich. Und dann soll ich das unterstützen? Fickt euch, mach ich nicht. Soll alle verrecken, mir scheißegal. So, wenn aber in Deutschland oder in Spanien, oder Italien oder sonst so, aus irgendwelchen Situationen, Kinder schlecht geht, helfe ich gerne. Ich helfe Kindern und Tieren, weil das sind die Einzigen, die sich nicht selber helfen können. Und dann spende ich auch. Und zwar nicht so knapp, ne? Ich könnte das beweisen und ich könnte das zeigen, mache ich aber nicht, weil dann bin ich ja kein Bad Boy mehr. Ich mache das für mich, weil ich es für richtig finde. Und ich mache das nicht für euch, dass ihr mich dann besser leiden könnt. Hasst mich ruhig weiter und sagt, ich bin ein Wichser oder sonst was. Ich scheiß drauf. Versteht ihr das? Ganz einfach. Ja? Ich habe jetzt zum Beispiel, da war ich in Ibiza. Bei der Closing Party vom Coco Beach. Da waren Leute dabei, die versaufen am Abend 8, 9, 10, 12.000 Euro. Da kostet eine Rotweinflasche 4.500. Dann saufen sie zwei Stück 9.000 und freuen sich noch. Und die Frauen, von denen zwei Männer, saufen noch Champagner für 5 Mille. Haben die Rechnung von 14.000, 15.000 Euro. An einem Abend. Und sind nicht mal besoffen. Und diese Leute kommen dann wieder zu der Closing Party. Und dann geht es darum, Lose zu kaufen, zum Kinderhelfen etc. etc. Und dann kam an diesem Abend, wo wirklich mehrere solche Leute da waren, zusammen. Dann haben die tatsächlich für Kinderhilfswerk, das heißt Kids for Life, haben sie tatsächlich 8.000 Euro an Spende zusammengebracht. Das war jetzt im Oktober 2016. Da muss ich sagen, und das kann ich ja, ist mir scheißegal, was ich bin trotzdem Bad Boy, okay? Ich schlag Frauen, ich bin böse, ich mache Theater, ich bin Zuhälter gewesen, ich war Rotlichtkönig, whatever. Auf jeden Fall, dass diese ganze reiche Leute haben dann eine tatsächliche Summe von 8.000 Euro zusammengekriegt, also die Hälfte, was die so am Abend versaufen, und das waren viele, dann ging mir das so auf den Sack. Dann habe ich gesagt, ich, der Böse, es ist peinlich, 8.000 Euro, machen wir 20.000 draus, gibt die 12.000. So, und dann habe ich im Januar, erst im Januar, da meldet sich keiner, da will ja keiner Geld. Im Januar kriege ich dann eine Mail, nee, Ende Dezember kriege ich eine Mail, ja, wegen den 12.000, wo sie spenden wollte und so, könnte sie uns das dann überweisen. Dann habe ich gesagt, ja klar, aber ich will eine Spendegewinnung haben, die ich von der Steuer absetzen kann, noch im Jahr 2016. Ja, unser Büro ist nicht besetzt und so, wir kriegen die Spendegewinnung dann erst im 15. Januar hin und sie kriegen sie dann rückwirkend und so weiter und so weiter. Ich habe 12.000 überwiesen, habe dann die Spendegewinnung auch gekriegt, rückwirkend und so weiter und so weiter. Aber jetzt stellt sich mir die Frage, 8.000 Euro haben die Superreiche. Die Yacht, wie sie alle Vorfahren und so wichtig machen. Ne?
die für 12.000 Euro Rotwein saufen und so weiter. Also ich mache ihn nicht. Ne? Die kriegen dann Dauerspenderquittung für die Lose, die sie kaufen. Ich weiß es nicht. Ich zahle 12.000 Euro, kriege meine Spenderquittung, alles gut. Kids for life. Und jetzt, wo geht das Geld hin? Wo geht das Geld hin? Kriegt von den 12.000 Euro 11.000 die Kinder? Oder kriegen die Kinder 1.000 und 11.000 gehen für die Verwaltung drauf? Ich war bei der Nina Roge, ZDF, super seriös. Da hieß es UNICEF, tralala. Ja? Und ich sag, pass auf, Nina Ruge. Weißt du, wir sind da gerade groß vorgelesen. So, Nina Ruge ist die Grand Dame vom ZDF, sehr super seriös. Sag ich, da hast du 10 Mille, 10.000 Euro für UNICEF. Eine Woche später steht in der Zeitung beim Spiegel. Spiegel hat ja was. War ja mal 5 Seiten, habe ich Spiegelbericht gehabt. Müsst ihr mal googeln, Pamela's Prinz. 5 Seiten. Der Boris Becker hat eine Steuerhinterziehung gehabt von 2 Jahren Bewährung, hat 2 Seiten im Spiegel gehabt. Ich mache eine Autorelle mit der Pamela Anderson. 5 Seiten im Spiegel mit Fotos. Auf jeden Fall, der Spiegel, seriöseste Zeitung in Deutschland, ist dabei. Bei der UNICEF-Geschichte. Und sagt, UNICEF, 92% von dem Geld, was man gibt, geht drauf für die Verwaltung. Das heißt, für meine 10.000 Euro, die ich der Frau Ruhe gegeben habe, während der Fernsehshow, in Cash, kommen 800 Euro bei den Bedürftigen an. Und dann überlege ich mir, als schlauer Geschäftsmann, der eine neue Uhr hat, nämlich die Arnold Schwarzenegger Legacy. Ja? Wen bezahle ich denn hier? Aber das war eigentlich gar nicht das Thema. Das Thema war hier Freiheit. Und Freiheit heißt frei sein. Und wir können alle frei sein. Ich wäre gern Bundeskanzler, ich würde gern das Steuergesetz reformieren, ich würde gern alles anders machen. Ich würde gern ein Flatrate-Steuer einführen, 20% für jeden. Und ich würde gern, ich sage der, der 100.000 Euro netto verdient, also 125.000 Euro zu versteuern das Einkommen, hat dann 100.000 Euro netto. Und wenn er den nächsten 1.000 verdient, muss er 80% Steuern zahlen. Weil ich denke, wenn wir haben jetzt so viele Leute, die verdienen Millionen oder Milliarden, und wir haben so viele, die verdienen nur 2.000 im Monat oder weniger. Wenn man das anpassen würde, wäre das echt cool. Und ich sage, mein Standardspruch ist, ich fahre gern Ferrari, aber wenn ich 22 Kumpels habe, die auch Ferrari fahren, wir fahren alle zusammen, macht es viel mehr Spaß, wenn ich allein mit meinem Ferrari in der Gegend rumfahre. Und deswegen würde ich gern Bundeskanzler werden von Deutschland, was ja nicht möglich ist, weil ich vorbestraft bin, und ganz Deutschland reformieren. Und ich hätte so viele Ideen. Ich würde zum Beispiel sagen, jedes Kind, was auf die Welt kommt in Deutschland, jedes deutsche Kind, was auf die Welt kommt, kriegt vom ersten Tag an jeden Monat 1.000 Euro. Jeder, der nicht arbeiten will, das ist nämlich Freiheit, jeder, der nicht arbeiten will, kriegt die 1.000 Euro, bis er stirbt. Der kann nämlich seine 1.000 Euro nehmen, sich in ein kleines Wohnklo einmieten für 250 Euro, kann für die anderen 750 Euro Essen und Trinken bezahlen und kann ein Künstler sein und kann Bilder malen oder Bücher schreiben oder Gedichte schreibe oder sonst irgendwas. Jeder kann machen, was er will. Jeder kriegt 1.000 Euro in Deutschland. Jeder Deutsche. Deutsche? Pass? Jetzt kommst du gleich wieder mit Nationalsozialismus. The fuck you. Deutscher Pass.
Das kann nicht der Türk oder der Ithaka oder der Kubaner oder sonst was hier rüberkommen und meinen, ich krieg 1000 Euro. Keine. Deutscher Pass, Deutsch. So, bist jetzt 10 Jahre hier, kriegst du einen deutschen Pass, kriegst du auch 1000 Euro. Jeder kriegt das. Renteversicherung gibt es nicht, Arbeitsloseversicherung gibt es nicht, gibt es ja nicht 1000 Euro. Schluss. Keiner muss einbezahlen, keiner kriegt was raus. Dann bist du Rentner. Hast du nicht vorgesorgt. Ich erwarte von meinen Bürgern, dass die eine gewisse Intelligenz haben und auch an später denken. So, du hast nicht vorgesorgt, hast trotzdem deine 1000 Euro als 72-Jähriger. Dann musst du halt bescheite auskommen. Oder du hast Kinder, die dich unterstützen, oder. Jeder zahlt nur 20% Steuern, bis er 100.000 netto verdient. Verdient er 100.000 netto und noch 10 mehr, zahlt er für die 10 mehr 80% Steuern. Hat er eine Firma, zahlt die Firma auch 20% Steuern. Nee, Entschuldigung, die Firma zahlt 40% Steuern. Das bedeutet, dass die Firma lieber hohe Löhne zahlt. Ich vergleiche das jetzt mal mit Mercedes-Benz. Die müssten alles, was sie verdienen, auf die Arbeiter verteilen. Da verdient ein Mitarbeiter von Mercedes-Benz keine 4.500 mehr, sondern 14.500. Und jeder gibt das Geld auch wieder aus. Und somit floriert die Wirtschaft. Das Geld darf nicht gespart werden, nur für schlechte Zeiten später. Das Geld darf nur ausgegeben werden, im Kreislauf bleiben. Dann läuft's. Ich gehe jetzt nochmal aufs Klo. Ihr könnt mit darüber reden. Hallo. Red was. Ich folge ihm jetzt ein bisschen in die Toilette. Wollt ihr das sehen? Hey! Blöde Kuh! Verpiss dich jetzt! Verpiss dich! Was denn? Freiheit im Internet? Ja, scheiß drauf! Du bist live! Ja, aber das ist verboten, das ist sexuell. Ach ja. Warte. Ah! Könnt ihr das sehen? Guck, das interessiert niemand. Ich hab Rolle gemacht. Markus, was trinkst du da? Was? Was trinkst du da? Red Bull. Red Bull. Also, ich habe noch eine Frage. Soll ich den Bushido auf die Fresse hauen? Sagt mir, soll ich den Bushido auf die Fresse hauen? Jetzt komm, Herzchen. Weil du auf die Toilette warst. Wie viele Leute gucken denn zu? 1700. Oh. Soll ich den Bushido auf die Fresse hauen? Wenn ich den Bushido auf die Fresse hauen soll, dann gebt mir jetzt Likes, aber viele. Ja? Dann werde ich das nochmal ausprobieren, ob der sich traut, aber er traut sich wahrscheinlich nicht. Likes brauche ich, Likes. Das sind ein bisschen wenig Likes. Also da brauche ich jetzt weil Fragen. Du dich die Hände gewaschen hast. Weil ich mir... Ich wasche mir jetzt die Hände, frage ich nochmal, ja? Du, ja, immer schön die Hände waschen. Sind deine Eiswürfel drin von einer scheiß Situation? Schön die Hände waschen? Ja. Und abtrocknen. Hemdgesche Handtuch. So, ist brav. So. So. So, okay. Ja, ja, Frau Rübe. Also, ich stelle das Handy wieder hier hin. Soll ich dem Bushido auf die Fresse hauen? Soll ich ihn gleich in die erste Runde ausnocken oder ja. Soll ich ihn 3-4 Runden leiden lassen? Gib ihn. Weil ich kann ja machen mit dem, was ich will, weil ich bin ja eh viel stärker.
Also ist mir völlig egal. Ihr könnt es gern bestimmen und wenn ich den dann hinkriege, dass der Bushido gegen mich antritt, ich glaube, ich muss nicht mal trainieren, nicht mal eine halbe Stunde. Ich sauf mir vorher noch ein. Was machst du denn? Ich gebe Likes. Okay. Ja, dann hängt, danke, Ladies, richtig. Hände was, ja. Wir hauen dir mal auf die Fresse. Dann noch an der Küche, Milli Feuermann. Warte, ich muss immer hier mitlesen, ja. Dann kommt Arafat und du sagst, er war ein fairer Geschäftsmann, du Lappen. Jan, Dabrich, das sagt schon alles. Brauche ich gar nicht weiter. Kevin Fix, K.O. Ja, Kevin Fix. Koncic Taratatski, versuch mal Opfer. Fick dich, mein Freund. Lars Bray, du bist doch betrunken. Nein, bin ich nicht. Martin Zack. Mit dem deine ungewaschene Hand vor die Nase, dann zieht der direkt ein. Du kannst doch. Was? Moment, nicht so schnell. Sinan Shannon. Hau mir in den Busch, den Bushido. Bushido. Der war gut. Sina, wir sehen uns. Hau ihm in den Busch, den Bushido. Ja, Prinz Markus der Beste, wäre sicher lustig mit Bushido. Ja, finde ich auch. Ich grüße aus Wien, du Lappen. Okay, Pat Abramu. Okay. Cool, dass der alles schreibt. Sascha Ivicek, Prinz Markus Hulz. Ey, Sascha Ivicek, du hast ja gewonnen beim Gewinnspiel. Michael Kurschus, ich finde dich geil, weiter so. Ich finde mich auch geil. Also ich liebe mich mehr, wie alle anderen Menschen mich auf der Welt lieben können, weil ich bin ein Ego-Mane. Bas Boris Bertz, er ist aber lustig. Patrick Füllgraf, adoptiere mich. Ich adoptiere gar keinen, weil ich habe eine Tochter. Mushido. Oh doch, Markus, bist betrunken, Mushido. Kevin Fix, Mushido. Na gut, ganz im Ernst, Mushido wird im Leben gegen mich nicht boxen. Aber, wenn wir das natürlich richtig pushen würden und 1 Million Leute, so, ihr könnt euch erinnern an den, wie heißt er? Der lustige Komiker. Der Komiker, wie heißt der lustige Komiker? Der lustige Komiker. Sven Barth. Sven Barth ist ein Rennfahrer. Sven Barth ist ein Rennfahrerkollege von früher. Mario Barth hat doch den Weltrekord getroffen, dass er, was weiß ich, 85.000 Leute ins Olympiastadion gebracht hat. Wenn wir wissen würden, wir haben 85.000 Leute, die ins Olympiastadion gehen, weil Prinz Markus von Anhalt mit Bushido boxen würde, dann hätten wir genug Geld und einen richtigen Promoter, Veranstalter, whatever, der diesen Kampf finanzieren würde. Und dann würde man Bushido einfach so viel Geld anbieten, dass er gar nicht Nein sagen kann. Wie wäre das? Markus knockt den mit einem Punch out. Nein, ich würde schon spielen mit dem. Aber der könnte ja Trainierer vorher. Ich würde mich vertraglich festlegen, dass ich nicht trainiere und jeden Tag Alkoholiker bin und sauf. Und der Bushido könnte sich vertraglich festlegen, dass er jeden Tag trainiert mit Profiboxer und dann hätte er vielleicht auch eine Chance. Susanne Ritsch, du hast auch gewonnen. Na, 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 ey! Zeig mal deine Oberarme. Yeah. Und mein Bauch? Nein, das will keiner sehen. Da ist kein Fett. Da gibt's kein Fett. Wollt ihr es nochmal sehen? Da gibt's kein Fett, kein Fett, kein Fett, kein Fett. Hier gibt's kein Fett. Das hier. Hier, da gibt's kein Fett, kein Fett. Oh. Und ich habe einen Frank Stäbler, den Ringer. Der mit mir Konditionstraining macht. Konditionstraining. Ach komm, du kannst doch alles aus deiner Tasche locker zahlen. Ich liebe dich, Markus. Oh, Johanna Pirpis, ich liebe dich auch.
Sascha Marino, was will Bushido denn als Eintrittsgeld haben? Also ich denke, für 1 Million tritt er gern an. Kriegt er einen Klitschko nicht? Es sind ja nur 5 Runde à 2 Minuten bei so einem Boxkampf. Oh. Markus, liebst du deine Frau? Nein. Ich liebe alle Frauen. Auch meine. Das eine gute Antwort, ne? Boom, hat sie mal. Boom, hat sie. Ah. Also, nochmal zum Thema Facebook. Ihr müsst mein Buch kaufen. Da steht alles drin. Ich habe 2014 mit Facebook, bevor es nämlich. Achso, ja, ja. Ein bisschen Werbung. Mein Buch, die Kamerahure. Ne? 2014. Also, wie soll man sagen? Ich habe 2009 die PrinzGermany.com Webseite gemacht. 2010, weil ich dann immer so im Wettstreit mit der Paris Hilton, die hat ParisHilton.com gehabt, ich habe PrinzGermany.com gehabt. Und dann gab es die Seite Alexa.com, da kannst du immer sehen, welche Seite ist die erfolgreichste. Und da war meine Webseite immer so bei die 110.000 meistbesuchte Webseite auf der Welt. Und die Paris Hilton war dann immer so bei 108.000. Also 1.000 oder 2.000 drunter. Ja, die beste ist Nummer 1. Und dann kommt Nummer 2, Nummer 3. Und wir waren bei 110.000. Ne? Weltweit. Also Mercedes, Nike und so kommen alle noch. Ne? Und in Deutschland war ich die 9.000 zur besten Zeit, 9.472 beste Webseite in Deutschland. Also es gab nicht mal 10.000 Webseiten, die mehr angeguckt wurden als meine. Versteht ihr? Weil ich hatte eine Verweildauer auf meiner Webseite, dass Leute damals 2009, 2010, da gab es das mit dem Social Networking noch nicht, da haben die Leute sonntags mittags kein Fernsehen geguckt, sondern waren 4-5 Stunden auf meiner Webseite, haben Bilder und Videos von mir angeguckt. Das war echt cool. Und da war ich in Deutschland besser als Paris Hilton und Pamela Anderson und wie sie alle heißen. Aber weltweit war ich immer so ein kleines bisschen schlechter als Paris Hilton. Und Paris Hilton ist ein Weltstar und ich nicht. Trotzdem war ich so gut, weil ich durch die Autos in Amerika auch jemand war. Wo ich dann den Porsche gecrasht habe, den Gemballa Mirage, dann hieß es, ich war ja vorher mit dem Auto in Amerika, dann hieß es der $1 Million Porsche und so weiter, gab es ja da vorher noch nicht. Dann habe ich das Auto ja kaputt gefahren in der Rennstrecke in Frankreich und habe eigentlich gedacht, wo ich kaputt war, saß ich ja mit einem dicken Arm vor dem Auto und mache so, weil ich gedacht habe, na gut, kriegen wir Geld von der Versicherung. Aber das Auto war gar nicht versichert. Auf der Rennstrecke, dann gab es kein Geld. Da war ich schön im Arsch. Aber damals, wo ich gelacht habe mit dem dicken Arm, habe ich gedacht, oh, jetzt gibt es richtig Kohle. Aber kam keine, weil das Auto nicht auf der Rennstrecke versichert war. Egal. Und dieser Tag, wo das Auto kaputt war, hatte ich 11,8 Millionen Besucher auf meiner Webseite gleichzeitig. Und dann sind meine Surfer zusammengebrochen. Das einzige und erste Mal. Und ich hatte recht gute Surfer. Dann war die Webseite offline. Was nie passieren darf. Aber war die offline. Weil ich zu much, too much traffic. Aber war für mich irgendwie auch, war ja auch stolz. Ne? So viel Traffic, dass die Webseite offline geht. Fand ich auch cool irgendwie. Aber geschäftlich sehr was scheiße. Auf jeden Fall kam dann Social Network. Facebook, also erst kam MySpace, wer kennt wen, die ganze Kacke. Ne? Und dann kam Facebook und dann war plötzlich eine Webseite nichts mehr wert, weil jeder hatte eine Webseite gehabt. Und dann, früher hat man Geld verdient, wenn man Links gemacht hat auf der Webseite. Gab es dann 2000 Euro oder 2000 D-Mark, ganz früher, für einen Link pro Monat. Und dann gab es halt nichts mehr.
weil dann die Social Networks alles übernommen haben. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Thema Ozean, freies Internet, springst auf das Boot, fährst damit, musst bezahlen. So. Dann habe ich Facebook angefangen. 2012, Januar, habe ich Facebook angefangen und habe nur investiert und habe die Facebook-Seite aufgebaut. Und dann, nachdem ich die Facebook-Seite aufgebaut habe, habe ich Ende 2013 angefangen, die zu monetarisieren. Das ist ein scheiß Wort, aber mit der Seite Geld zu verdienen. Für einen Post, für das, was ich verkaufe. Dann kannst du in Affiliate-Netzwerke dich einklinken. Die besorgen dir dann Jobs. Also, die besorgen dir dann. Entschuldigung, gell? Die besorgen dir dann Leute, die was verkaufen wollen, etc. etc. Kriegst du überall Provision. Oder zum Beispiel Amazon ist auch ein Affiliate-Netzwerk. Alle sind Affiliate-Netzwerke. Es gibt für jedes Produkt auf dieser Welt. Für die Uhr, für das Buch, für das Glas, für den Inhalt, für die Zigarettenschachtel, für den Kopfhörer, für das Ding hier. Es gibt für alles einen CPO. CPO heißt Cost per Order. Das bedeutet, wie bringe ich das Produkt zum Kunden? Ich war früher ein kleiner Junge mit 15 Jahren und habe Flyer verteilt. Also mit meinem Mofa bin ich von Haus zu Haus gefahren und habe Flyer verteilt und habe pro Flyer 2 Cent gekriegt, 2 Pfennig und dann 4 Pfennig, ja, dass ich den Flyer in den Briefkasten reinschmeiße. 4 Pfennig, dass ich den Flyer in den Briefkasten reinschmeiße. In dem Flyer stand drin, Sie können hier jetzt eine gute Wurst kaufen von Lidl, ja. Es war der Hochhaus, war mir natürlich am liebsten, ne? 4 Pfennig, oder Einfamilienhäuser. So, habe ich das Hochhaus mit 50 Briefkästen. Und in diese 50 Briefkästen wohnen 50 Leute. Wieso böse Gesichter? Was macht ihr denn? Wieso seid ihr denn so böse? Nee, eigentlich nicht. Wieso verlangst du bei deiner Seite Geld? Wo kann man dein Buch kaufen? Auf meiner Website, auf meiner Prince Germany Facebook-Seite. Also, habe ich die. Hört jetzt auf mit den bösen Gesichtern, sonst wäre ich böse. Herzchen. So, also, dann schmeiße ich die Flyer in jeden Briefkasten rein. Der Henry Ford, der Erfinder des Fließbands, also Henry Ford, Ford Autos und so weiter, war der Erfinder des Fließbands, der das Auto bauen wollte für alle Leute, dass jeder Auto fahren kann. Hat das Fließband erfunden. Der hat gesagt, ich gebe jeden Monat 1 Million Euro aus für Werbung, aber ich weiß, dass die Hälfte falsch ist. Aber ich weiß nicht, welche Hälfte. Und ich schmeiße jetzt den Flyer in den Briefkasten rein, verwurscht, in das Haus von 50 Leuten. Und in dem Haus von 50 Leuten wohnen 8 Vegetarier. Die riecht den Flyer auf. Der Flyer kostet Geld. Und den Flyer schmeiße ich mit meinen 4 Cent, wo ich kriege, in die Briefkasten vom Vegetarier. Was macht er damit? Der macht seine Feuerorder mit oder sonst was. Aber der braucht den Flyer nicht. Das heißt, der Flyer hat 2 Cent gekostet. Ich habe für Verteile 4 Cent gekostet. 6 Cent gerade Müll gespült. Das ist, was Henry Ford damals gesagt hat. Ich weiß gar nicht, wo meine Werbung noch geht. Und so weiter. Und deswegen kommen jetzt die sozialen Netzwerke, ja, und mache einen Status von euch. Was ist denn mit den bösen Gesichtern los? Was ist denn los? Ich tue doch hier gar nichts. Dann kommen die sozialen Netzwerke und nehmen euch auf in ihr Netzwerk. Nicht, dass ihr eure eigene Webseite habt. Ihr könnt jetzt eine Webseite machen auf ihrem Netzwerk. Kostet nichts. Ihr bezahlt nicht mit Geld, ihr bezahlt mit Informationen. Ihr bezahlt damit, dass die euch dann schreiben, was für welche Filme mögt ihr denn? Was für Bücher mögt ihr? Was ihr sonst was mögt ihr? Und so schätze die euch ein. Das ist eine Frau, die steht auf High Heels, die rasiert ihr Muschi, die braucht Rasierschaum oder sonst was, ja?
Und dann kriegt ihr zielgerichtete Werbung für High Heels, Rasierer, Damenrasierer, Muschi, OB, etc., etc. Und dann muss der, ich, kein Flyer mehr in den Briefkasten schmeißen, also Wurstflyer zum Vegetarier, weil wir wissen ja, das ist ein Vegetarier. Vorher stand ich vor dem Briefkasten mit 50 Briefkästen, wusste überhaupt nichts. Die sozialen Netzwerke finden das heraus. Und wissen ganz genau, was ihr wollt. Kriegt dann die Aufträge, schickt mal High Heels an orientiertes Publikum, die auch High Heels wollen. Dann schicke ich die nur an die Frau. An mich nicht! Ich google heute, Teneriffa, will in den Urlaub gehen. Einen Tag später habe ich auf meiner Timeline im Facebook Sonderangebote vom Teneriffa Urlaub. Warum? Das ist zielgerichtete Werbung. Und so läuft das heute. Und wenn ihr genau wissen will, wie das geht, Kamera hoch lesen. Und der Punkt ist, dann könnt ihr damit auch noch Geld verdienen. Und zwar richtig fleißig sein, daheim sitzen am Computer und müsst gar nicht rausgehen. Und jeder von euch kann 100.000 Euro im Monat verdienen. So ist das. 100.000 Euro im Monat. Ich habe 2014, wie ich es gemacht habe, bevor sie mir eingesperrt haben, habe ich 532.000 Euro verdient in einem Monat mit PR. 532.000 Euro in einem Monat. Okay, ich habe damals 1,3 Millionen Facebook-Fans gehabt, jetzt habe ich 4,5. Und habe 532.000 Euro verdient in einem Monat nur mit PR. Dann fragt mich nicht, ich erkläre es euch doch. Ihr will das alle Geld verdienen. Auch ihr. Meine Schwanz. Wo kann man dein Buch kaufen? Mein Buch kann man kaufen auf meiner Webseite. Da gibt es einen Verkaufsshop. Da könnt ihr drauf gehen, könnt ihr es kaufen. Aber ihr müsst auch. Die ersten 30 Seiten sind wirklich schwer zum Lesen. Und es ist nicht entertaining. Aber ihr müsst euch durcharbeiten. Weil die ersten 30 Seiten sind zum logischen Verständnis für den Rest vom Buch. Ihr müsst euch schon hart damit auseinandersetzen. Und wenn ihr das lest, dann passt es. Und wenn ihr dann fleißig seid und ein bisschen Gehirn habt, einen Drang zum Geld verdienen, so wie ich, so einen Drang, wie dann macht ihr das auch. Check mal Plain Shirt. Was ist mein Plain Shirt? Wie heißt das Buch? Das Buch heißt Kamera, die Kamerahure. Ich hebe es jetzt nochmal hin hier. Das ist das Buch. Ja, gibt es auf meiner Webseite Prinz Markus von Anhalt. Kann man es bestellen. Irgendwann gibt es das auch mal bei Amazon. Aber jetzt nicht. Prinz Markus, die Kamerahure. Und dann lest das aufmerksam durch. Am besten 2-3 Mal oder 4 Mal oder 5 Mal. Oder ihr geht auf PrinzGermany.com, da könnt ihr es auch kaufen. Noemi! Jochen, wie geht's dir? Jochen geht schlafen. Jochen, gute Nacht. Noemi, bist du verwandt mit den Besitzern vom, von dem Park da? Europapark. Europapark, genau. Mach mal eine Leserunde in Deutschland. Ey, fick dich. Ich bin der Thomas Gottschalk. Gibt's das auch als Hörbuch? Nein, es gibt's nicht als Hörbuch, weil der, der faul ist und nicht lesen will, der wird sowieso nie zu was bringen. Und deswegen gibt's es nicht als Hörbuch. Extra nicht. Weil, ich kenne das schon, im Auto sitze und ein Hörbuch lese. Na, fick dich. Pass auf. Wenn du erfolgreich sein willst, lese das Buch, dieses Buch. Ja, hier, Kamerahure. Ja. Und nicht schon im ersten Schritt, bevor du das Buch liest, faul sein und sag, ich brauche ein Hörbuch. Nee, nee, nee. Mach deine
Das gibt's nur und wird's immer nur als Buch geben. Und auch nicht als Datei oder sonst was. Oder als, wie heißt es? Das Kindle. Nein, Kindle, auch nicht. Das Buch kostet 30 Euro. 29,90. Ja? Und wer meint, er muss es investieren, kann mich mal am Arsch legen. Weil wer das Buch liest, ja, und ein Gehirn hat, der verdient danach 30.000 Euro im ersten Jahr. Du bist besoffen. Ist so. Was? Du bist besoffen. Der ist besoffen. Greg Hades. Ich muss dir eins sagen. Was ist dein Lieblingsgetränk? Hab dich letztens nochmal in der Box 7 auf der Pizza gesehen. Ja, da Frühstücke, zum Frühstück. Gibt es eine Geld-Zurück-Garantie? Eine Geld-Zurück-Garantie gibt es genau wie im Puff. Keine. Was heißt ein Geld-Zurück-Garantie? Wenn du zu blöd bist, also du liest jetzt das Buch. Ja? Und du machst dann kein Geld. 27 andere lesen das Buch und machen, die sind schlecht, 10 Milli im Monat. Okay? Und zwei andere lesen das Buch und machen 200.000 im Monat. Und dann kommst du und machst keins, kein Geld. Und dann willst du die 29 Euro zurückhaben. Von wem? Von mir oder von den zwei, die 200.000 im Monat machen? Oder von den anderen 29, die 10.000 im Monat machen? Oder von wem willst du das Geld zurückhaben? Der kaufst gar nicht. Wenn der Geld zurückgarantie haben willst, kauf's nicht, weil dann ist es eh das falsche Buch für dich. Weil dann bist du ein Mensch, der nicht an sich glaubt und nicht, guck mal, wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden. Und der, der meint, er weiß alles, der hat schon aufgehört, etwas zu werden. Und wenn du dieses Buch liest, und du kannst nur 2% draus raussaugen, was dir auf deinem Weg weiterhilft, dann hast du schon gewonnen. Aber wenn du von vornherein schon sagst, wenn ich jetzt das Buch lese, das hilft mir nicht, dann hast du schon zugegeben, dass du ein Versager bist. Weil alles hilft. Jeder Input hilft. Man muss nur richtig verarbeiten. Verstehst du es nicht? Also gibt es keine Geld-Zurück-Garantie. Die gibt es eigentlich bei keinem Buch. Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben und wird es auch nie geben. Und bei meinem gibt es schon zweimal nicht. Hast du verstanden, mein Freund? So, wie lange rede ich jetzt schon hier? Das ist, glaube ich, mein längster Livestream, weil ich mich so reinsteige. Mein längster Livestream, den ich je gemacht habe. Wahre Worte, wahre Worte, wahre Worte. Schreib mal mit H, du Idiot. Kosmas Amiridis. Okay, bist Grieche. Verzeih ich dir. Wenn wir hier über Intelligenz sprechen oder sonst was, möchte ich jetzt alle meine Hater, die mich immer beleidigen, Tomatenkopf oder sonst was, ich nehme euch nur für voll, wenn eure Kommentare einem richtigen Deutsch geschrieben sind. Ja, weil ihr alle Vollidioten seid. Und weil er es bis heute nicht begreift, dass die Geschichte mit Bushido eine PR-Geschichte war, von der wir beide 210.000 und nicht 230.000 extra Fans bekommen haben. Und ich mag Bushido eigentlich. Und ich würde ihm gerne die Fresse polieren im Ring für 1 Million. Und ich wäre happy, wenn ihr alle zuschauen würdet, wie ich ihm die Fresse poliere, wie ich ihm sein Kiefer zerbreche und seine Nase und sein Jochbein und so langsam komplett kaputt schlage, dass er mal ein Jahr lang nicht mehr singen kann und nicht mehr lästern kann über alle. Dass man das fette, freche Maul endlich mal gestopft hat, wird mir Spaß machen. Aber vielleicht würde der Bushido auch gut trainieren und wird mir in die Fresse hauen. Und mir meine Nase brechen. Die war schon 8-mal gebrochen. Einmal mehr, kommt auch drauf an. Und meine Augen dick schlagen und. Wenn er das schafft, ist auch okay. Dann halte ich mein Maul für ein halbes Jahr oder für 3 Monate. Ich schwell immer ziemlich schnell ab.
Ich habe schon oft aufs Maul gekriegt und ich schwelle immer ziemlich schnell ab. Oh, ist das eine geile Uhr, oder? Arnold Schwarzenegger. Also, ich hätte gerne den Kampf mit Bushido. Ihr seid verantwortlich dafür, ob das funktioniert oder nicht. Es geht immer nur ums Geld. Der Bushido ist geldgeil. Ich mache für Geld eigentlich überhaupt nichts mehr, weil ist mir egal. Aber ich würde, du wiederholst die Pfeife. David Holz, willst du mit mir in den Ring steigen? David Holz. Ich würde doch ein bisschen Geld noch anschaffen für meine Tochter. Also würde ich es doch machen. Ach, Scholligsofen. Nein. Red Bull, mein Freund. Hat Bushido schon dein Buch gelesen? Michael Lange. Hat Bushido dein Buch schon gelesen? Ja, ich glaube nicht. Ich muss ihm mal eins schicken. Handsigniert. Mein Liebster, gib mal einen Kuli, ich werde ein Bushido wir haben noch ein Edding. Ja, hier. Ja, komm raus. In Blau. Okay. Ich schreibe jetzt eine Widmung. Bushido. Wie schreibt man Bushido? B-U? S-H. Hallo. Wie schreibt man Bushido? S. Hallo, wie schreibt man Bushido? Bushido heißt ja der Kämpfer oder so, der Krieger. S-H-I-D-O. Hallo, wie schreibt man Bushido? Hallo. Ich habe das beste Jay, Bruder, wir machen einen drauf. Ich bring ein halbes Kilo mit, komm. Was ist das Jay? Was ist Jay? Kokain? Achso. So viel Koks, wie du Indus hast, muss man sich erst mal leisten können. Ja. Hey, wie heißt Bushido? Schreib Bushido. B mit CH oder? Ja, die schreiben da. Ah, okay, jetzt hab ich's. Bushido. Mein Bushido. Okay, so ich schicke Bushido dieses Buch. Na, Spiegelfick. Was? Spiegelverkehrt? Fickt euch. Ja? Ist okay? Ist das okay? Okay. Jetzt eine Frage. Hat irgendjemand die Adresse von Bushido? Warte, ich mache einen Zettel, dass wir das aufschreiben können. Nicht zumachen, dann drückt das ab. Hat jemand die Adresse von Bushido? Sicher nicht. Abu Shaba schreibe ich nicht. Abu Chika. Bushidiot? Nein. Hat jemand die Adresse von Bushido? Also, Mr. Bushido, jetzt weiß ich, wer mir schreibt. Irgendwo in Berlin. Hallo. Dann schicke ich dir das Buch morgen. Jetzt hört doch mal auf. Schreib mir mal bitte die. Schick mal 10k rüber. Was sind 10k? Morgen hast du den Aufmacher auf der Bild. Ah, fick dich. Meinen liebsten Online-Freund Bushido. Weißt du, wie der wirklich heißt, bürgerlich? Wie heißt der? Anis Mohammed Yusuf. Fashishi. Yusuf, schreibe wie? Mit zwei S? Mit Y-O-U-S-S-E-F. S-S-E-F. Fashishi. Wie schreibe ich das? F-R-R. F. E-R.
R. C-H-I. 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 Oh Gott, ich hab's an mir. Nochmal C-H-I. Ja. Verschichi. Mhm. Also, der heißt Anis Mohammed Yusuf Verschichi. Der bringt mich um. Verschichi. Okay. Oh, und weißt du was? Es macht nichts. Es kann jeder heißen, wer will. Weißt du, was? Aber wo ist die Adresse? In Berlin. Berlin. Ah, warte. Röpicht. Warte, 53809. Ich hab's. Jetzt ist es weg. Du musst nochmal schreiben. 583 Ritterstraße 11. Ja, was ist denn los? Ihr wohnt in Berlin in der Mushido-Straße. Hör mal zu. Hallo, Dame des Hauses. Wie geht es Ihnen? Cosmas Ameridis. Hey, Kanake, rede schon mal gar nicht mit meiner Frau. Verstehst du? Kanake, Cosmas Ameridis, Griecher, Wichser. Stehst sowieso nur auf Analverkehr. Die Dreckskrieche, weil nur Arschficker. Das ist so. Scheiß Grieche. Deine Schnauze ist roter als der Planet Pluto. Siehst du mal. Gibt doch noch eine Steigerung. Also, Bahnhof Zoo wohnt er auch nicht. Also, wo wohnt der Anis? Anis. Das ist ja wie Anus. Anis ist ja fast wie Anus. Weißt du, was ist auf Iran? Und Mohammed ist ja dieser Prophet. An heißt Scheiße. Da muss ja Anis, Mohammed, Anus, Mohammed, das heißt das Arschloch vom Propheten. Ja. Oder nicht? Ja, jetzt sind die, jetzt kommen keine Nachrichten mehr. 87700 Mengmenger. Ich weiß, wo der wohnt. Ja. In Kleinmachnow. Ja, genau. Ja. Kleinmachnow. In Potsdam Mittelmark. Ja, Postleitzahl. Kleinmachnow. In 1000 Quadratmeter Wohnfläche. Und wie heißt die Postleitzahl und die Straße? 20.000 Einwohner. 20.000 Einwohner für ein Dorf. Also, der Anis Mohammed Yusuf Verchichi wohnt in Kleinmachnow. Das wissen wir jetzt schon. Weil meine Frau, also die Mutter meiner Tochter, ist ja nicht meine Frau, ist ja meine Mutter meiner Tochter, die ist ein Spion. Die kriegt alles raus. Wenn ich mal irgendwo bin, ne, die weiß sofort alles. Alle Apps. Die hat alle Apps, die hat mir wahrscheinlich überall solche Dinger eingepflanzt, so Bewegungs... Postleitzahl ist 14532. 14532, ja. Kleinmachnow. Und die Straße heißt? Und ich kann machen, ich knall in Australien irgendeine Alte, dann hat die so einen Tag später... Ich will weiß sehen, die, was die wer schreien. Die Eltern sind wer, und wer der Ex-Freund von der alten Frau war und also ja, das ist, ich sage immer warte ich sage immer Rübe Power auf Rübe, aber eigentlich heißt sie ja Spionrübe, also eigentlich heißt sie Masume Milat, also falls ihr mal googlen wollt Masume Milat, Perserin, Flüchtlingskind. So viel zum Thema, ob wir was gegen Flüchtlinge haben. Hätte man was gegen Flüchtlinge. Aber ihr habt schon recht. Ich bin ein Tomatenkopf im Vergleich zu ihr. Aber ich bin Deutscher. Also, wenn wir was gegen Flüchtlinge hätten. Ich bin kein Flüchtlingskind. Das ist das, dieses Flüchtlingskind hat mir die größte Liebe meines Lebens geschenkt. Das ist meine Tochter. Wo? Ja, und du bist ein Schwein. So, und ich bin ein netter Kerl. Und sie ist ein Spion, die alles rauskriegt. Alles. Zemschi Tools, die hat früher in meine Zigarettenschachtel in meinem Haus
eine Kamera eingelegt vom Spy Shop in Los Angeles. In Miami war mein Spy Shop, hat sie Kameras mitgenommen und hat sie mal die in die Schlafzimmer, hat sie mal Schachtel Zigaretten eingelegt mit Spy Shop Kamera drin, die das aufzeichnet. Was habe ich jetzt? Und dann, ja, war ich mit einer anderen Frau da drin. Was hast du gemacht? Und kommst du so, was hast du gestern gemacht? So, ich nicht, ich habe geschlafen, bla bla. Mhm. Und dann sagt sie, aha. Ich weiß, was so, du dann, jetzt alles hast. Das war sehr lustig. Wenn du gar nichts mehr sagen kannst, du kriegst schon einen Film vorgeführt. Mhm. Ganz toll. Deshalb, Spionrübe. Leg dich nicht mit Perser. Leg dich nicht mit dem Perser an. Ja. Meine Batterie ist gleich leer, ich lasse sie laufen, solange die noch läuft. Und dann sind wir hoffentlich alle froh, dass... Weiß jemand, wo Bushido wohnt? Weiß jemand, wo Bushido wohnt? Klein Machnow. Machnow. 14532 Klein Machnow. Adresse, Hausnummer, Straße. Weiß es jemand? Hahaha, bist du in Bielefeld? Natürlich nicht. Scheißt auf euren Bushido und Arafat, mächtiger Mafia-Scheiße. Ach, diese Laus, Markus, der fetzt die. Das wissen wir ja alle. Aber Frau Billig, Tomatenkopf, nicht meine Frau beleidigen, mein Freund. Sonst müssen wir uns treffen. Ja? Das ist kein Witz. Nicht meine Frau beleidigen. Was nicht die heißt? Mutter oder Frau, scheißer Frau. Nicht die Mutter meiner Tochter beleidigen. Frau Billig. Sonst müssen wir uns echt treffen. Der Schwuchtel. Okay? Also, wer hat die Adresse, die sie. Du hast sie schon. Also. Die Straße heißt. Die Straße heißt. Das glaubst du mir nicht. Nein, schreib's auf, das muss nicht jeder wissen. Aber so, dass man es lesen kann, weil ihr Schrift ist auch persisch. Aber die Straße heißt nicht Prinzenstraße, oder? Okay. Und nochmal eins zum Thema. Dann habe ich als einziger Prominenter iPads verschenkt, iPhones verschenkt, sonst was verschenkt. Jetzt verschenke ich einen Ibiza-Urlaub. Und ich habe gerade mal 800 Leute, die mitmachen wollen. Von 4,2 Millionen Fans. Also, das ist echt peinlich. Und wenn das so weitergeht, dann sage ich alles ab. Weil das ist mir echt zu blöd, dass hier 10.000 oder 5.000 Hardcore-Fans mitmachen. Und ich habe gedacht, ich habe 4 Millionen Fans und keiner will was tun. Wollt ihr nicht den geilsten Urlaub eures Lebens verbringen mit mir in Ibiza? Bin nett oder nicht? Mach egal. Guck die Wand an. Ich hab's. Ja. Nee, du mit dem. Nee. Nee, mit dem. Irgendwas. Hat mich jemand beleidigt? Ja, nein. Ich lese so lange mal die Kommentare. Das ist das Lustigste von allem. Du bist jetzt weg, Dicker. Du Opfer. Ich gehe mit. Ich bin auf deiner Seite. Ist das mit deiner Tattoo-Aktion noch? Lad ein, bin dabei. Würde dich schon mal, aber ich muss arbeiten. Hallo. Also wenn du mich einladen tust, dann beleidige ich dich nie wieder. Dame des Hauses. Ich weiß, welches Bild es ist. Ich finde es nur nicht auf deiner Seite. Bist du auf deine Tochter im Pool? Du bist hübsch. Wer? Ich oder Markus? Ich nicht. Echt hübsches Lächeln. Ich weiß jetzt nicht, ob die mich meinen oder dich. Dich. Er weiß Bescheid. Schönes Tattoo. Über dich. Tomatenstraße. Nein, ich weiß es, wo der wohnt.
Ich will nach Ibiza, bitte. Persische Torte. Warum sind so viele böse Gesichter? Ich weiß nicht. Sag dir nicht mal, so ein Herzchen schicke. Schickt mir Herzchen. Frau Spionin, ich warte, bin die warte, warte. Beste. Also, diese. Ey, warte, warte, bleib hier. Hört mal zu, ihr Arschficker. Wenn ihr jetzt Herzchen schickt, machen wir weiter. Wenn ihr keine Herzchen schickt, legen wir auf. Dann könnt ihr RTL gucken oder sonst was. Die Geißens. So, ich bin echt ein Tomatenkopf, guck mal. Oh, jetzt bist du rot. Ja, guck mal. Ich bin Tomatenkopf. So, und du bist. Warte. Weil die Drecksau Perserin ist. Versteht ihr das? Na, Mr. Bushi. Ach, nee. Das ist nicht dein Ernst, oder? Was, doch? Das ist nicht dein Ernst. Doch. Jetzt. Nummer, jetzt wie viel? Warte. Hör auf jetzt mit deinem Scheißdreck. Du machst schon wieder Tomate auf meinen Kopf. Du blöde Sau. Wenn die schon alles. Seht ihr das? Hör auf. Geh da hin. Red mit dem Wald. Scheißdreck! So war dein Kopf. Blödes Arschloch. Hey, ohne Spaß. Das ist nicht lustig. Jetzt ist dein Tomaten. Hast du jetzt Tomaten fast in deine Hand? Blöde Sau. magst du den Robert Geis? Zeig die Adresse. Soll ich einmal die Geschichte erzählen von Robert Geis? Wollt ihr die Hörer die Geschichte zwischen Robert Geis und mir? Wollt ihr die Hörer? Jetzt hat er mir eine Tomate ins Gesicht gedrückt. Jetzt kann ich auch die Geschichte von Robert Geis erzählen. Wenn ihr die Hörer wollt, wie ich lauter solche Daumen habe, dann erzähle ich die. Aber die ganze Geschichte. Das ist Robert Geis, der mein bester Freund war. Und mir. Und Frau Rübe. Da bin ich. 1300 Zuschauer, ist mir zu wenig. Teilt es mal mit euren Freunden. Also. Die Geschichte mit Robert Geis. Und bald ist mein Telefon leer. Der Robert und ich, wir waren die besten Freunde. 2008 und 2009, wir waren jeden Tag zusammen. Ich habe im Millennium Tower gewohnt. Neuf Boulevard Charles III heißt das, die Adresse. Neuf Boulevard Charles III. Im 9. Stock, in einer Dreizimmerwohnung, der damals 5.200 Euro Miete kostet. Und der Robert hat oben drüber gewohnt, im 11. Stock, im Penthouse, und hat 11.000 Euro Miete bezahlt für 240 Quadratmeter mit Dachterrasse. Und wir waren echt die beste Freunde. Und jeden Tag zusammen und so weiter und so weiter. Und dann kam ich dann mit meinen ganzen Luxusautos, so wollen wir Carsharing machen. Aber er hat damals gehabt einen Bentley, einen Mini Cooper und einen Ferrari 430. Ich habe dann ein bisschen SLR, Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Ghost, Rolls-Royce Drophead, 599 Ferrari, Porsche Turbo Techart. Etc. Habt ihr alle in die Garagen gestellt? Wir haben immer versucht, Garageplätze zu kriegen. Sagt er, machen wir Carsharing. Sagt er, mir egal, mein Freund kann meine Autos fahren, kein Problem. Dann haben die damals das Haus gehabt in Saint-Tropez. Ganz frisch. Und Grundstück am Hafen für drei Häuser zu bauen. Dann wollte damals Heinz-Harald Frenzen, der Rennfahrer, und mich überredet, dass wir mit ihm zusammen die drei Häuser bauen, haben wir nicht gemacht, weil wir nicht der Sache überzeugt waren. Und das sind die Häuser, wo sie dann später als Apart-Hotel
Angebot haben. Egal. Auf jeden Fall war der Robert mein Freund. Wir waren im Val Rouge und wir waren im Saint-Tropez und wir waren in Monaco. Und in Monaco hat der Robert eigentlich fast überall Hausverbot, weil er überall seine Rechnung nicht bezahlt. Und nur Stress macht und besoffen ist und dann sich asozial benimmt. Und wir waren 2 Jahre lang die beste Freunde. Und seine Töchter, Shania und Davina, waren mir ans Herz gewachsen, dass es schlimmer nicht geht. Und die Shania habe ich geliebt, Davina auch, aber Shania noch viel mehr. Und deshalb heißt meine Tochter auch Shania, weil dann habe ich damals die Shania gefragt, ob die was dagegen hat. Wenn meine Tochter auch Shania heißt, dann war die total begeistert. Deswegen heißt meine Tochter Shania. Wegen Robert seiner Tochter. Auf jeden Fall war die Rübe, also die Perserin, kann kein Englisch, kann kein richtiges Deutsch, kann auch kein Französisch und so weiter. Und da waren wir dann in Monaco und in der Wohnung. Da habe ich gesagt, ich will, dass mein Kind in Monaco auf die Welt kommt. Und dann hat die Carmen alle Termine gemacht für die Ärzte, weil die Carmen halt ein bisschen Französisch kann. War alles geklärt, dass die Rübe dann das Kind in der Klinik kriegen in Frankreich, in Monaco. Es war aber der Punkt, dass die Carmen, die hat ja 10 Fehlgeburten gehabt. Und wollte ihr Kinder einmal in Monaco kriegen, aber die machen keinen Kaiserschnitt oder sonst was. Und ihre 2 Kinder hat sie dann halt in Nizza gekriegt. Das heißt, ihre Kinder sind geboren in Frankreich und nicht in Monte Carlo, was ja cool wäre. Und mein Kind wäre dann geboren worden in Monte Carlo und das war das erste auch von der Rübe. Dann haben die Ärzte alles klar gemacht, die kamen halt alles dolmetscht und so weiter und so weiter. Wir Männer haben uns da eigentlich nicht so drum gekümmert. Und dann war so ein Abend wie früher, wo ich mit Robert immer allein war und so, und dann waren wir im SAS-Café. Und der Punkt war, dass der Robert hatte Hausverbot im SAS-Café und dann habe ich Monsieur SAS, mein Freund, der ist 70, gesprochen und sagt, das ist mein Freund, lass mal wieder rein. Ja, der zahlt in diese Rechnung und macht immer Theater und bla 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 und ist besoffen und asozial. Das ist mein Freund, lass wieder rein. Okay, lass wieder rein. Nach lange hin und her. Und sagt Robert, wir können wieder ins SAS-Café. Sind wir ins SAS-Café in dem Abend? Er Flasche Wodka, ich Flasche Wodka. Weiber eingeladen, das. Da sind immer ein Haufen Hure drin, ne? Russische Hure. Jeder, der in Monaco schon war, im SAS-Café, weiß das. Und früher haben wir das immer so gemacht, dass wir dann irgendwie Spaß gehabt haben noch und so. Auf jeden Fall sind wir dann mit zwei, in meinem Rolls-Royce Cabrio, mit 2 russischen Huren zum Millennium Tower gefahren, in meine Wohnung. Ich habe da gerade mit dran gedacht und er auch nicht, dass die Chia schwanger im Bett liegt. Das war Januar 2010. 9. Monat. Erzähl's richtig. Ist richtig oder nicht? Mhm. Ist richtig oder nicht? Ja, bis jetzt ja. Dann sind wir in die Wohnung hoch, mit den Huren ins Wohnzimmer rein und so, wollte Champagner aufmachen und so. Und plötzlich kam die Chia aus dem Schlafzimmer raus. Was ist denn hier los? So. Ja, Party, das ist blabla. Sagt sie, pass auf, Robert, geh zu deiner Kammer hoch und schmeiß die Weiber raus und flippe ich hier aus. Das geht nicht. Ich denke, oh, und der Robert sagt dann, der Robert war auch betrunken, ne? Der war sehr betrunken. Ich war auch betrunken, sehr betrunken. Leg mal Arsch, das verpiss ich jetzt. Ja, wir trinken doch nur ein Glas Champagner, man macht doch nichts. So. Ja, die große Misse raus, sagt die Chia. Sonst rufe ich die Carmen an. Dann sage ich zum Robert, das macht ich nie. Dann rufe ich die Carmen an. Der Robert, voll die Panik, rennt sofort, nicht über Fahrstuhl, sondern Treppenhaus. Gibt es auch ein Treppenhaus. Hoch in seine Wohnung. Und dann war weg. Dann habe ich die Russenweiber so rausgeschickt, ne? Waren die weg. Geh ins Bett mit der Rübe, also mit der Chia.
Eine halbe Stunde später klingelt es an der Tür. Und ich lag im Bett hinten und die Chia vorne und dann geht die raus an die Tür. Mit so einem Bauch, ne? Nicht vergessen, mit so einem Bauch, Ende Monat. Und dann steht da der Robert, Jeanshose, Oberkörper frei und macht hier voll wichtig und sagt, du musst jetzt der Carmen sagen, dass es alles nicht stimmt. Ich liege im Bett und höre das so leicht. Und jetzt stehen wir besser auf. Ne? Auf jeden Fall gehen wir raus. Und der Robert hat die Chia, die hat das Perserin, hat lange schwarze Haare, hat die Perserin an der Haare und will so ausholen, wie er eine Knalle, was sie das sagt zu der Carmen. Also, der Mutter meiner Tochter, die im 9. Monat schwanger ist, hat er an der Haare wieder eine Knalle, da bin ich so dazwischen gegangen. Sag Robert, nimm den so und schieb den Richtung Fahrstuhl, weil da vorne war der Fahrstuhl. Nimm den so. Rauf jetzt. Dann klatscht der mir eine. Dann ting, gab's eine. Und dann sagt er so auf dem Boden und zittert und liegt so flach dran. Klack, 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 kommt die Carmen runter, rennt im Treppenhaus. Was hast du mit meinem Mann gemacht? Sag ich, Mensch, Carmen. Da haben wir den Fahrstuhl reingezogen, weil der war echt, der konnte schon auf 1000 sehen, der war halt weg vom Fenster. Stimmt's? Stimmt's? Am Fahrstuhl reingeschoben, Carmen aufgeschickt, 11. Stock. Sag ich, vergessen wir es, machen wir morgen. Wir gehen ins Bett, halbe Stunde später kommt. Französische Polizist. Monte Carlo Polizei. 6 Mann. Ich bin angezeigt worden wegen Körperverletzung von der Carmen Geis, wegen ihrem Mann. Ich hätte ihn brutal zusammengeschlagen. Stimmt's? Und dann haben wir mit den französischen Polizisten gesprochen. Halbe Stunde lang. Ja? Stimmt's? Ja. Und dann habe ich gesagt, ich kann ja kein Französisch, sie auch nicht. Aber die haben habe ich gesagt, pass auf, dann soll sie mich halt verhaften. Hier verhaftet mich, wenn meine schwangere Frau einer schlägt. Dann gehe ich dazwischen und knall den weg. Ist mir völlig egal. Und wenn das ein Fehler ist, da ist ein Fehler, dann verhaftet mich bei mir. Und plötzlich, so nach 20 Minuten, konnte die alle Deutsch. Die Dreckspolizisten, die konnten Englisch und Deutsch, ne? Alles so und dann haben die gesagt, ey, wir kennen den Verrückten, ist alles okay. Anzeige wird eingestellt. Hast du schon richtig gemacht, musst deine Frau verteidigen. Haben die gesagt, die Polizisten. Stimmt's? So, jetzt kommt der Hammer. 2 Tage später, Termin im Krankenhaus. Ja, das ist... Rufen wir an, dass wir jetzt hochkommen. Da die kamen, alle Termine bei den Ärzten abgesagt. Dass das Kind in Deutschland fällt, kommt, etc., etc., dass es keinen OP-Termin gibt und so weiter und so weiter. Jetzt sage ich dir eins. Hätte der Plan funktioniert, dass man mich anzeigt und ich gehe dann in den Knast, weil ich den Typ geschlagen habe, den Robert, ich bin im Gefängnis. Meine Frau ist allein in Monte Carlo. Warte. Ohne Englisch und Französisch Kenntnisse und weiß gar nichts. Moment. Dann sind wir aber gefickt. Jetzt pass auf, war der Termin abgesagt. Was mache ich? Ich fahre zu meinem Freund, Monsieur Sass vom Sass Café. Erzähl ihm das. Der sagt zu mir, ist noch ein Problem, mein Freund. Weil sein bester Freund ist der Professor Dresseur, ist der Chef von der Klinik in Monaco. Und der ist Moment!
Und dem sein erster Assistent ist Perser. So. So. Und die Carmen sagt immer, man muss Französisch sprechen. So. Und dann fahren wir dahin und die reden mit dem Persisch. Witzig, gell? Und dann war die ganz entspannt. Blödes Sau. Und diese Fotze, oder kannst du mir verklagen, wie sie will, weil sie eine Fotze ist. Ich habe gegen Robert nichts. Weißt, so für die Jungs, machen Fehler, können sich vertragen, können sich streiten, etc. Aber eine Fotze, eine totale Fotze, so eine linke Dreckfotze, wie die Carmen Geis, ja, die sowas plant, die bei mir Sache bestellt hat, von der, egal. Ich habe so viel im Petto. Ja, eine Fotze wie die Carmen Geis, die dann die Geburt von meiner Tochter verhindern will und meiner Frau eine Gefahr aussetzt, die meiner Tochter schlecht will. So eine Fotze, Carmen Geis, die Fotze, Carmen Geis, die Fotze, Carmen Geis, die Fotze. Du bist hängen geblieben. Ja? Carmen Geis, die Fotze, die braucht nie wieder mir die Hand geben oder sonst was. Das ist eine Fotze. Eine Fotze. Carmen Geis ist eine Fotze. Das sage ich noch tausendmal. Carmen Geis ist eine Fotze. Carmen Geis ist eine Fotze. Ja? Diese Drecksau, die Geburt meiner Tochter stören will. Diese Fotze. Carmen Geis ist eine Fotze. Robert Geis, dem habe ich auch schon wieder die Hand gegeben. Die Kinder lieben mich. Ob die Fotze, das will er nicht. Du sagst es so. Carmen Geis ist eine Fotze. Ich freue mich, dass sie Fernsehshow erfolgreich gemacht haben, sonst könnten die Kinder heute gar nicht mehr auf eine normale Schule gehen. Das ist ja auch von dir. Die Fotze! Carmen Geis, eine Fotze. Ich sag's nochmal. Carmen Geis ist eine Fotze. Und die schlimmste Fotze, die es gibt. Carmen Geis ist eine Fotze. Okay, jetzt habe ich es oft gesagt. Ja, also, ich bin ein Charaktertyp. Ich bin böse manchmal, aber ich bin immer.